Hallo, ihr Freunde der Sonne, und ich sage das heute extra so, weil das Wetter heute einfach scheiße ist. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier einen Lounge SeaReader Elite V2.0 für Audi. Aber das soll uns jetzt mal nicht stören. Wir packen den jetzt mal aus, und weil ihr wahrscheinlich keine Verpackungsgeräusche mit dem Video mögt, erkläre ich euch, was der Tester kann in meiner besten ASMR-Stimme. OBD2 Graphing, also er kann Diagramme anzeigen, er kann Fehlerreports erstellen, er kann Diagnostic Trouble Codes lesen und auch ein Diagnostic Feedback geben. Er ist upgradebar und in verschiedenen Sprachen einstellbar. Ich finde das immer ganz toll, wenn die mir was zum Knabbern mit reinlegen. Vielen Dank dafür. Die esse ich nämlich am liebsten. Es tut mir leid, aber der Witz wird einfach nie alt. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier ein 4 Zoll Display und ansonsten sind die Daten hier auf der Verpackung eigentlich ziemlich unwichtig. Vielleicht noch das Gewicht, er wiegt ungefähr ein halbes Kilo. Er wird über OBD mit dem Fahrzeug verbunden. Er hat einen integrierten Akku, der entweder über USB oder über den OBD-Port geladen werden kann. Bei der Einrichtung geht das eigentlich ganz schnell. Wir gehen hier auf Start, wählen dann unsere Sprache aus, wählen dann unsere Zeitzone aus und müssen ihn dann später auch noch in ein WLAN-Netzwerk bringen. Das ist zwingend erforderlich, ansonsten könnt ihr mit dem Gerät nicht starten. Auch ist das WLAN natürlich wichtig, wenn ihr später Updates machen möchtet, aber für die grundsätzliche Funktion des Testers nach der einmaligen Einrichtung braucht ihr selbstverständlich keine WLAN-Verbindung. Ich habe jetzt das WLAN erstmal wieder ausgeschaltet, weil ich nicht will, dass er mir jetzt über einen Hotspot hier meine Daten leer zieht, weil sonst könnten wir hier auf Upgrade gehen und unsere Software updaten oder können in den Online-Shop gehen und könnten da noch was machen. Wichtig ist jetzt erstmal die OBD2-Diagnose, wenn wir da drauf gehen. Dann ja, herunterladend, Loading soll das wahrscheinlich heißen, gehe ich mal von aus. Dann verbindet er sich. Dieses Herunterladen steht da übrigens schon seit ganz langer Zeit. Das haben schon die alten Tester angezeigt. Das ist noch nicht gut übersetzt, aber dazu kommen wir später nochmal. Jetzt geht er die ganzen Protokolle durch. Dauert ein bisschen, weil in dem Fall nur das ISO-Protokoll hier unten akzeptieren wird, weil es ein altes Fahrzeug ist. Aber bei neueren Fahrzeugen werde jetzt schon verbunden. Wir sind jetzt hier in der OBD2-Diagnose, in dem Fall über die K-Line, also über das ganz normale ISO-Protokoll, weil wir hier in einem 2000er Fahrzeug sind. Wir können hier Readiness-Codes lesen, können Live-Daten auslesen. Ich habe das Gerät auf Deutsch gestellt. Allerdings ist das hier anscheinend immer noch auf Englisch. Wir haben jetzt hier nicht extrem viele Messwerte. Aber für einen Hobbyschrauber, der mal schnell irgendwas auslesen möchte, sollte das ausreichen. Jetzt einfach mal hier ein schöner Vergleich, Gaspedalposition. Dass ihr mal seht, wie schneller das sieht. Vollgetreten, nicht mehr getreten, vollgetreten, halb getreten. Naja, das war nicht halb, nee. Lässt sich hier auch schön mit Diagrammen anzeigen. Kann ich mehrere in Diagramme machen? Geht das? Was? Sehr schön. Was hilft mir das jetzt zum Beispiel? Also mit der Kühlwassertemperatur, die wir hier oben sehen, die bleibt jetzt ähnlich wahrscheinlich. Hilft mir das nicht viel. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte Gaspedalstellung und Drehzahl in dem Verhältnis als Diagramm gerne sehen. Gut, gerade ist er aus, ne? Wenn er jetzt an wäre. Wäre das natürlich ganz nett. Was können wir auch machen, wenn wir jetzt hier irgendwas sehen? Was haben wir noch Schönes? So, machen wir das noch mit rein. So, bestätigen das Ganze und jetzt sagen wir, okay, ich möchte jetzt von diesem Wert hier gerade mir was abspeichern, gehe ich hier oben drauf und dann mache ich einen Screenshot. Das habe ich in den Einstellungen aktiviert. Ist ganz einfach zu aktivieren und dann speichert ihr eben einen Screenshot ab, den ihr, wie sonst bei den anderen Geräten vermutlich auch, über USB dann auf euren Rechner ziehen könnt. Hier oben haben wir noch die Batteriespannung. Bei Batteriespannungen auf solchen Geräten gebt nicht so viel drauf. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass er das aus dem Messwert ausliest. Im Motorsteuergerät sind die Werte meistens in den Messwertblöcken niedriger als direkt von an der Batterie, weil klar, ihr habt eine Leitungslänge und alles. In dem Fall liest das wahrscheinlich direkt aus, aber auch hier, also er hat einen Voltmeter mit drin, aber auch hier wieder Leitungslänge zur OBD-Buchse beachten. Ne? Nur weil das jetzt unter 12 Volt ist, müsst ihr euch jetzt hier keine Sorgen machen. Wenn ich vorne an der Batterie messe, habe ich wahrscheinlich 12,7 Volt oder irgendwie sowas. So, was können wir hier noch Schönes machen? Die Fehlercodes natürlich auslesen. Das Problem ist nur, dass, wenn ich euch das zeigen möchte, meistens keine Fehler im Speicher sind. Dauert ein bisschen. Zündung muss nach wie vor an sein. Die Übersetzung, Ja- und Rückmeldungen. Ach, das ist halt immer... Ich verstehe nicht, warum es die Testerhersteller nicht lernen.
besorgt euch jemanden, der Englisch spricht oder Chinesisch oder je nachdem, in welcher Sprache ihr eure Software macht, und jemand, der Deutsch spricht. Da gibt es bestimmt sehr viele Leute, die Lust haben, für wenig Geld Dinge zu übersetzen. Ganz ehrlich, ich würde das machen. Ich fände das cool, weil ich hätte ja auch was davon am Ende. Und das ist ja nicht nur für den Tester. Es wären ja 100 Tester, 100 verschiedene Tester oder sagen wir jetzt einfach mal 30 verschiedene Tester mit einer ähnlichen Software, mit ähnlichen Texten verkauft. Dann kann man ganz schnell 30 Tester auf ein perfektes Deutsch upgraden. So, jetzt bin ich hier unten auf die Taste gekommen. Sieht aus wie ein Buch. Wenn wir jetzt in der Anleitung nachlesen, wissen wir auch, warum das aussieht wie ein Buch wahrscheinlich. Wir kommen aber zu den Einstellungen. Ich hätte hier einen Zahnrad gemacht, aber das ist egal. Jetzt gucken wir nochmal schnell durch die Einstellungen durch, bevor wir noch die anderen Funktionen angucken. Das steht ab Werk auf metrischen Einstellungen, finde ich sehr gut, weil die anderen Tester, die ich mit dem Smartphone verbinde, hatten immer die amerikanischen Einheiten, die kein Mensch versteht. Automatisch erkennen bei Verbinden ist, dass er automatisch angeht, wenn ich ihn per OBD anschließe, ist ganz cool. Helligkeit habe ich ein bisschen heller gestellt, den Ton ist einfach nur der Tastenton, also der Berührungston, den habe ich ausgeschaltet. Netzwerkzeitzone, Sprache, Werkstattinformationen könnt ihr euch eintragen, dass ihr beim Codieren zum Beispiel auch wahrscheinlich dann euren Werkstattcode hinterlasst. Doch nee, da ist nicht mal ein Werkstattcode, dann ist das in dem Fall nicht so wie beim VCDS. Aber das steht dann in dem Log wahrscheinlich einfach drin. Ja, Daten kommen da hier hin. Hier habe ich vorhin mal ein Bild gemacht. Funktioniert auch wunderbar. Können wir jetzt wahrscheinlich uns auch per Mail dann schicken lassen, wenn wir hier auf Teilen gehen. Ach, das da oben ist ein Haken, ja. Habe ich gesehen. So. Dann kann man sich das da schicken. Firmware-Update, Benutzerhandbuch, Downloadable Content und so weiter. Diagnoseberichte, die ich schon mal gespeichert habe, habe ich aber noch nicht. Und Diagnoseaufzeichnungen. Da werden wir jetzt gerade nichts finden wahrscheinlich. Ach, das ist kein Downloadable Content, das ist die... Ah, okay, das ist das, wo ist der Stecker? Stimmt, das hat ein anderes Gerät auch schon mal gehabt, das habe ich ganz vergessen. Ich hätte das nicht so genannt. Und ich hätte das nicht in die Einstellungen gepackt, aber... Jetzt gibt es meistens dann noch irgendwo eine Liste, bei welchem Fahrzeug das bei abc.de ist. Kann sein, dass es aber auch dann erst im Benutzerhandbuch dann irgendwo steht, aber ich will euch nicht mit dem Benutzerhandbuch jetzt langweilen. Das könnt ihr selbst lesen. Hierüber können wir wieder zurück, wie eben früher bei den alten Smartphones. Ihr seht auch, das Gerät ist auch recht klein, wie früher die alten Smartphones. Nein, es ist natürlich größer als ein Smartphone, aber es ist ein sehr kleiner Tester, wie gesagt, für den Hobbybereich, nicht jetzt für den Werkstatteinsatz, auch wenn es draufsteht. Wir können jetzt hier Fehler kurz löschen. Das machen wir jetzt einfach mal. Das funktioniert auch wenn keine da sind, aber wir haben trotzdem keinen Fehler. Also er schickt dann sozusagen den Befehl, löscht die Fehlercodes und das rote Steuergerät ist okay, das mache ich. So, die Tests hier ergeben wenig Sinn. Die auch, weil es einfach ein altes Auto ist und da wird er uns das nicht anzeigen. Na, wir kriegen eine Teilnummer immerhin und die ist auch plausibel, das passt auch. Die hat CJ nämlich am Ende, das passt. All we had to do was follow the damn train, CJ. Dann kommen wir jetzt zum Hauptpunkt und letzten Punkt vor dem Ende dieses Videos. Und zwar die Diagnose. Verlasse die aktuelle Diagnose. Ah, ich bin vorhin darüber zurückgegangen, habe anscheinend die Diagnose gar nicht beendet. Ah, jetzt, okay. Jetzt können wir auswählen, was haben wir für ein Fahrzeug. Sagen wir einfach mal Europa. Und wir sehen, wir haben hier auch VW zur Auswahl. Das ist auch aktuell. Wir können das bestätigen und können uns verbinden. Obwohl das ein, wir sehen es da unten, ein Audi-Gerät ist. Aber die wissen ganz genau, dass das ziemlich ähnlich bis gleich ist. Darum funktioniert das eben auch für VW. Das Ganze dauert immer ein bisschen. Das ist meistens so bei diesen Testern. Je günstiger der Tester, desto länger dauert immer die Verbindung, weil die CPU ist einfach nicht die schnellste. Aber ganz ehrlich, es genügt, oder? Was ist das eure Meinung? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ich da jetzt 30 Sekunden warten muss oder eine Minute warten muss, bis das Gerät hochgefahren ist und bis es sich verbunden hat, ja, dann finde ich das jetzt nicht schlimm. Mein Diagnose-Laptop müsste ich auch hochfahren. So, jetzt haben wir hier diese Funktionen, bei denen wir hier am Golf bzw. am Bohrer wahrscheinlich nicht sehr viel machen können. Aber gerade bei alten Autos braucht ihr für euren Hobbybereich wahrscheinlich so einen Scanner. Wenn ihr jetzt irgendeinen neuen Golf 7 oder, na gut, neu ist er nicht mehr, ne? Aber einen neueren Golf 7 oder Golf 8 habt, da kann man nicht mehr so viel dran machen. Ne? Da würde ich dann ehrlicherweise wieder zum VCDS raten. Grundsätzlich, VCDS ist halt einfach schon geil. Ne? Es ist so, ich meine, klar, das ist ein gesponsertes Produkt jetzt hier, wie vorhin schon erwähnt. Aber es muss erwähnt werden. Ich finde VCDS gut und ich finde VCDS auch besser als jeden anderen Tester. Aber ein VCDS hat man auch nicht mehr dabei. So ein Tester, vielleicht schon eher.
Und für gewöhnlich habe ich einen VC, der ist immer dabei. Neulich habe ich es gebraucht, habe ich es nicht dabei gehabt. Also es kommt auch vor, es ist einfach so. Wenn man mehrere Autos hat, dann ist das ein bisschen blöd, wenn man das mal in einem anderen Auto vergisst. Ja, und wir sehen jetzt hier, wir können hier in dem Fahrzeug nicht viel machen. Wir brauchen da mal was Neueres. Also was nicht mehr wird. Über den kleinen Trick hier kommt man noch einzeln in die Steuergeräte, ohne dass er uns über das CAN-Gateway oder über die Verbauliste sagt, was überhaupt verbaut ist. Und siehe da, wir haben hier wieder unseren 1.9er Reihenvierer EDC-Steuergerät TDI mit der Codierung, die auch richtig ist. Mit dem, das ist wahrscheinlich der Werkstattcode, der wahrscheinlich auch richtig ist. Und können uns, das waren die Informationen, die wir gerade gekriegt haben wahrscheinlich. Aha, das passt auch, also die ist wirklich ausgeixt bei dem Fahrzeug, weil hier schon mal Motorsteuergerät was geändert wurde. Können hier Fehlercodes lesen, genauso wie vorher auch. Können einen Bericht machen oder schicken das Ganze an Verwandte. Nehmen wir ganz ehrlich, was ist das? Ah, okay, gut, wir haben kein WLAN. Wir könnten jetzt danach suchen nach einem Fehlercode, der nicht da ist. Die Übersetzung. Nein. So, können Fehlercodes wieder löschen. Können Channel lesen. Welchen lesen wir denn jetzt einfach mal? 001 lesen. Ja, das sieht aus wie ein Messwertblock. Jetzt können wir hier schön durchgehen. Und das ist das Gute, wir können jetzt hier Messwerte durchgehen. Vorhin hatten wir definierte Messwerte, zum Beispiel das Pedal und Kühler. Hier kann ich, man muss das denn immer so gucken. Ja, jetzt bin ich wieder drauf gekommen. Das finde ich gar nicht so gut, dass das da ist. Jetzt gehen wir hier nochmal zurück. Gehen nochmal da rein. Und lesen jetzt mal einen anderen Channel. Wenn es da mal einen Fehler gibt, wenn er sagt, den Channel gibt's nicht, sorgt dafür, dass der dreistellig ist, dann funktioniert das meistens. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel einen anderen Kanal. Wir wissen überhaupt nicht, was das für ein Switch ist. Wenn wir uns aber informieren, was dieser Kanal kann oder wir die Info kriegen, ja, du musst den Kanal, keine Ahnung, 96 gehen, dann kommt ihr darüber an viel mehr Messwerte als über das andere. Ja gut, ist jetzt ein blödes Beispiel. Machen wir was anderes. Gehen wir zurück und wählen jetzt mal unser Steuergerät 17, unseren Tacho aus, weil in dem kenne ich mich einfach besser aus. Und gucken uns da mal die Messwerte gleich an. Sollte auch funktionieren. Wir sehen jetzt hier auch die schöne eigene Teilenummer, die ich dem mal gegeben habe. Codierung passt auch. Alles wunderbar. Lesen hier wieder was. In dem Fall die 22. Die 22 ist nämlich wichtig für die Wegfahrsperre. Motorsteuergerät erreichbar. Motorstart erlaubt. Fixed Code. Und Anzahl der angelernten Schlüssel 2. Das weiß das Gerät nicht. Das hat es einfach nicht beschriftet in dem Fall. Aber wir wissen das, weil wir uns auf der Golf4Org-Seite informiert haben und können demnach hier einfach direkt in die Messwerte reingehen. Das da hier ist jetzt sowas wie eine Stellglied-Diagnose. Und wir sehen, sowas funktioniert auch. Und das ist bei so günstigen Testern nicht selbstverständlich. Könnt ihr auch sagen Next. Und sagen das öfter. Dann wechsel da jetzt zum Beispiel rüber. Sag ich nochmal Next. Mach dann FIS-Test. Wir sehen auch hier schön, was es für ein Test ist. Und ist auch alles schön beschrieben. Ne, finde ich gut. Das kann der Tester zum Teil besser, beziehungsweise benutzerfreundlicher, als ein teurerer Tester, den ich auch mal getestet habe. Wie oft habe ich jetzt Test gesagt? So, Code Module ist wahrscheinlich Neukodierung. Genau, da ist die alte Codierung, da ist die neue Codierung. Und ich hatte irgendwann mal einen Tester, da habe ich gedacht, wie speichere ich das Ganze, bis ich gemerkt habe, ich muss hier diesem Ding scrollen. Das muss ich hier nicht, obwohl der kleiner ist. Nee, also das ist echt schön gemacht. Ja, das ist sowas, das habe ich immer mal ausprobiert, das hat nie funktioniert. Aber das soll ja auch nicht funktionieren. Gut, lange Rede, gar keinen Sinn. Das ist ein kleiner, netter Tester. Perfekt für einen Privatgebrauch, wenn man jetzt nicht ständig irgendwas auslesen möchte. Und ich glaube, ich habe einfach zu große Finger für diesen Button da oben. Ich habe den jetzt so oft gedrückt und er hat nicht immer reagiert. Das ist einfach so, glaube ich. Große Finger und so. Nochmal Größenvergleich. Er ist klein und niedlich, hat kein extra Täschchen dabei, wie viele andere, sondern kommt einfach in einer günstigen Verpackung. Aber ich denke, der ist sein Geld auf jeden Fall wert. Danke fürs Zuschauen für das Video und nicht vergessen, schaut noch mal in die Videobeschreibung.
wenn ihr den Tester haben möchtet. Dazu muss einfach mal eine Demo, also diese Launch-Tester haben immer irgendwelche Demos inbegriffen, die dann einfach irgendwas machen. Und ich weiß nicht, ob es zufällige Fehlercodes sind oder zueinander passende Fehlercodes vielleicht zufällig sogar noch. Oder ob das immer dann die gleichen sind, sodass man einfach sieht, was das Gerät kann. Das ist jetzt echt mal eine Frage. Wenn ich das jetzt lösche, so hier, und dann noch was hier, ne? Soll ich jetzt falsch sprechen? Dann sind die wirklich weg, die Fehler. Das ist lustig. Das gefällt mir jetzt. Und schon ist alles wieder in Ordnung. Wir können den VW Atlas jetzt verkaufen. Der ist fehlerfrei. Yippie. Ah ja, aus geht das Gerät hier oben. Tschüssi.